Was geht, Leute? Mein Name ist Danny Jess und willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diese... Ah, nein. Es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht, Leute. Und eine mittelgute Nachricht. Ich fange mit der mittelguten Nachricht, okay? Ich ziehe um. In ein paar Wochen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass ich sehr glücklich sein werde, weil die Tür nicht mehr hinter mir sein wird. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, okay, du könntest ja quasi deinen Tisch einfach umstellen. Aber nein, hier passt er am besten, okay? Und leider ist da hinten die Tür deswegen. Das ist echt extrem ätzend, ich weiß. Aber das nimmt einen mit. Beim letzten Video habe ich sie aus Versehen offen gelassen. Und natürlich muss es wieder 10 Millionen Mal in die Kommentare stehen, dass die Tür offen ist. Leute, ich weiß, die Tür nervt, okay? Man muss aber sagen, der Weg zum Klo dauert nicht allzu lange, also muss es da irgendwie eine Tür geben. Sie darf einfach nur nicht offen sein. Und sie, ist sie überhaupt zu? Das meine ich. Hätte ich sie jetzt nicht zugemacht, dann würde es die ganze Zeit in den Kommentaren stehen, dass ich die Tür nicht zugemacht habe. Aber Leute, ich habe ja gesagt, ich ziehe um. Und naja, das Ding ist, die neue Wohnung wird nur 2 Zimmer haben. Und jetzt fragst du dich, okay, aber wie machst du das jetzt? Ich meine, du brauchst ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und ein YouTube-Zimmer. Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Was ich mir überlegt habe, ist, dass ich mein YouTube-Zimmer mit meinem Schlafzimmer kombiniere. Eigentlich sollte da genug Platz drin sein und dann hoffen wir einfach mal, dass es da keine Tür gibt. Ich meine, wahrscheinlich gibt es dann eher ein unordentliches Bett, wo alle sagen, hey, dein Bett ist nicht ordentlich. Oder irgendeine Ziege, die hinter mir erscheint und schreit. Bitte nicht. Nichtsdestotrotz, Leute, ich werde mir Mühe geben, dass alles perfekt sein wird. Wie auch immer, Leute, heute sind wir wieder Auftragskiller. Das, was wir lieben hier auf diesem Kanal. Wir lieben es, Menschen zu eliminieren. Und du hast recht, du freust dich immer. Ich meine, irgendwo kann ich es natürlich auch verstehen. Weißt du, was Spaß macht, Leute zu eliminieren, die es verdient haben. Und genau das werden wir heute auch tun. Ich habe eine Cappy auf, damit ich sagen kann, ich habe eine Glatze. Auch wenn jeder weiß, okay, nein, ich habe keine Glatze. Aber, Leute, ich habe eine Glatze. Ich habe eine Cappy auf. Was, man kann meine Haare hier durchsehen. Okay, das ist jetzt ungeplant. Heute spielen wir Hitman 2. Und heute sind wir wieder auf einer Map, die anscheinend bisher heller aussieht. Und zwar nennt sie sich ein anderes Leben. Unsere Ziele sind Janus, was so ein bisschen wie Anus klingt. Es ist ein älterer Typ, den wir eliminieren müssen. Wieso, das werden wir jetzt sehen. Janus war während des Kalten Krieges der legendäre Meisterspion des KGB und die erste Konstante von Providence. Also ist er quasi ein alter Mann, der aber damals ziemlich viel zu sagen hatte und ziemlich badass war. Ich meine, anscheinend war er ziemlich badass, weil er immer noch nicht tot ist. Ich meine, er lebt anscheinend immer noch, Leute. Und Nolan Cassidy, der jung aussieht. Ich meine, es könnte sein Sohn sein. Nolan Cassidy ist ein Herold von Providence und unterstützt steht direkt der Konstante. Also, was auch immer es mit dieser Konstante auf sich hat, anscheinend sind die Leute, die dazugehören, böse und wir müssen sie eliminieren. Ich meine, mehr werden wir gleich erfahren, aber erstmal sollten wir planen, Leute. Wir gehen heute mit dem Cowboy-Anzug, das wird eine Menge Spaß. Wir haben eine neue Waffe bekommen, und zwar die hier. Die hat eine stabile Zielerfassung, um präziser zu zielen und ist hochwertig. Das ist sehr gut, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir sollten sie nehmen. Die haben zwar alle eine geringe Reichweite, das ist aber normal für eine Pistole mit einem Schalldämpfer. Also spielen, Leute, und sie eliminieren die beiden. Anscheinend ist es so eine Art Wohngegend. Ja, ja, das wollte ich auch sagen. So sieht wirklich aus wie eine richtig geile Vorstadt, Leute. Okay, das ist echt schön, Leute. Okay, Angestellte sind die meisten. Und die haben sich hier verschanzt. Ja, die meisten, aber nicht alle. Oh. Die sehen gut aus, Leute. Er verlässt nie sein Haus. Was zum Teufel? Er durchstreift die Straße. Hat er keine Hobbys oder was? Das ist merkwürdig, Leute, dass er die ganze Zeit nur rumläuft und nichts anderes macht. Okay, das ist aber gut zu wissen. Okay, es geht hier um Rache. Sehr gut. Ich brauche kein Glück. Habe ich schon jemals Glück gebraucht? Ich nenne es Skill. Na, Leute, wir sind hier und eigentlich passt mein Outfit ganz gut zu der Gegend hier. Ich meine, wir sind hier in einer Art Stadt. Quasi. I've marked your map with several points of interest. Interessante Orte auf der Karte. Okay, das ist sehr interessant, Leute. Schaut euch mal diesen Wagen an hier. Als würde der Präsident hier wohnen oder so. Na gut, Leute. Da der auch der Präsident hier ist, müssen wir natürlich vorsichtig sein. Aber man muss dazu sagen, diese Gegend ist eigentlich eine Traumgegend. Das ist so diese typisch amerikanische Gegend, die wirklich richtig geil aussieht, Leute. Nur mit diesen Häusern nebeneinander. Irgendwie ist das einfach nur episch, Leute. Also in sowas würde ich, glaube ich, jeder gerne leben. Oh, das ist der, ne? Okay, ja, der ist gefährlich, Leute. Eigentlich könnten wir den einfach so eliminieren. Hier ist ja niemand. Oder? Lass mich mal testen, Leute. Lass mal sehen, Leute. Okay, ich bin tot, okay. Es war ein Versuch wert. Vielleicht sollten wir den am Anfang noch gar nicht eliminieren, Leute, weil vielleicht treffen sich die beiden ja. Also, ich weiß nicht genau, aber das könnte sehr wohl sein. Also, die beiden, die wir eliminieren müssen, Leute. Ist das das Haus? Ah, das ist das Haus, okay. Hier wird er bewacht, Leute, von wirklich professionellen Leuten. Ich meine, ich sehe nicht allzu professionell aus, weil ich ja quasi eine Cowboy-Mütze aufhabe. Aber ich könnte da einfach lang gehen, oder? Naja, so einfach wäre das nicht, glaube ich. Das wäre einfach zu einfach, um den zu eliminieren, Leute. Und dann haben wir den
den da hinten. Ah, ne, das ist den, den wir auf der Straße gesehen haben, Leute. Und der Typ da hinten ist der alte Mann, der in seinem Haus nur sitzt. Verstehe. Da hinten haben wir so einen lilanen Punkt. Deswegen würde ich da gerne mal hingehen, um einfach ein paar Informationen zu holen. Vielleicht können wir mit ihm reden und der kann mir irgendwas sagen, was wichtig sein könnte, oder? Irgendwie verstehe ich das nicht, was ich hier so zu suchen habe, Leute. Der Typ will mir keine Informationen geben. Always ranting about that damn lawsuit against the wow. Ich habe was bekommen, Leute. Finden Sie die Klageschrift. Sehr interessant, Leute. Ich habe Ihnen einfach mal zugehört. Eine Klageschrift für einen Rechtsstreit zwischen Janus und einem der anderen Anwohner in Woodland Creek klingt vielversprechend. Ja, sowas mit Klage und sowas, das könnte schon gut sein, Leute. Wir können sie gegeneinander aufhetzen. Leute, ich denke, es wird viel komplizierter, als es aussieht. Gebiet entdeckt. Okay, wir kommen hier auch rein. Ah, warte mal, no entry. Wir kommen da nicht rein. Da ist kein Eingang, Leute. Vielleicht sollte ich lieber mal lesen. Das ist übrigens eine ziemlich nice Karte, muss ich ganz ehrlich sagen. Leute, ich mag diese Gegend hier einfach, okay? Was soll man sagen? Diese Gegend ist einfach geil. Nun, der Typ ist wieder draußen, was sehr interessant ist, Leute. Ich könnte ihn auch versuchen zu töten, aber sobald mich jemand sieht, haben wir natürlich ein Problem und anscheinend sieht mich hier immer jemand, weil wir in der Gegend sind, wo halt viele Leute sind, okay? Hier ist immer was los. Das ist quasi das Geile. Da oben ist auch noch ein lila Punkt. Der Typ streift die ganze Zeit rum. Die Frage ist, komme ich da einfach so rein? Nein. Private, no access. Da komme ich leider nicht rein, was sehr interessant ist. Aber hier ist noch ein Eingang. Unbefugtes Betreten. Okay, ich darf da also gar nicht rein. Und die haben dann einen Punkt quasi auf dem Kopf. Das heißt, wenn ich so spiele, naja, ich denke, die kennen sich alle gegenseitig. Das ist das Ding. Das heißt, selbst wenn ich den eliminieren würde, dann würde mir das wahrscheinlich nichts bringen, oder? Nee, ich darf leider nicht rein. Schade. Aber ich kann hier reingehen. Leider habe ich keinen Dietrich und auch keine Brechstange, um das zu öffnen. Verdammt. Ich hätte auch einen Dietrich mitnehmen können, weil da hinten ist diese Klage. Irgendwas, wenn wir damit machen können, wodurch wir unser erstes Ziel eliminieren werden, Leute. Manchmal weiß ich selber nicht, was er genau vorhat, aber wir sollten ihm ganz einfach mal vertrauen und vielleicht irgendwo nach einer Brechstange oder irgendwie sowas in der Art suchen, was es hier irgendwo geben müsste, weil ich meine, hier leben ja Menschen. Nein, doch. Klingeln können wir dort. Nehmen Notiz von Bettys Tür. Oh, Infogegenstände. Wir haben eine Notiz genommen, Leute. Ich bin im Garten, bitte läuten, wenn etwas ist. Ich komme dann gleich raus. James Betty. Oh. Können klingeln. Aber sie ist ja im Garten. Das heißt, sie wird dann nicht mehr im Garten sein, wenn wir klingeln. Verstehe. Und da könnten wir da durchlaufen. Und dann haben wir hier noch einen Typen, der anscheinend ihr Bodyguard ist oder ihr. Bist du verliebt in sie? Wenn du verliebt in sie bist, lass die. Bitte fair von ihr. Sie ist verdammt geil. Darf hier anscheinend rein, Leute. Hier ist kein unbefugtes Betreten. Das heißt, wir könnten uns mal gerne umsehen nach einer Brechstange oder irgendwie sowas in der Art. Wäre natürlich mega geil, Leute. Immer noch kein unbefugtes Betreten. Generator dürfen wir nicht einschalten. Wir können einfach... Nee. Oh mein Gott. Ist das schlimm, wenn ich hier drin bin? Hey, Leute. Ich bin gerade in einem fremden Haus. In was für einem Haus bin ich bitte? Und da kann ich mehr Informationen sammeln. Ich bin ja nicht mal eingeladen. Das ist episch. Gibt es denn jemanden, der mich hier... Nope. Niemand kann mich hier sehen, Leute. Wir müssen irgendwie nach einer Brechstange gucken. Und das Haus sieht wirklich einfach nur geil aus, Leute. Lassen wir mal sein TV ausmachen, damit er sich fragt, was soll das? So, Buddy, hier. Und bam. Ablenkung wird untersucht. Alles gut. Ich habe nur den TV ausgemacht. Sie tut so, als hätte ich ihr Leben zerstört oder irgendwie sowas in der Art. Und da hat sie ihn wieder angemacht. Ja, soll, mach ruhig. Ich meine, mich stört's nicht. Hier kann man sich im Spiegel anschauen, was ziemlich geil ist. Und das sieht auch geil aus, oder? Mann, diese Wohnungen haben echt Stil. Ich weiß auch nicht, aber ich finde es extrem cool. Leute, wir können dort mehr Informationen bekommen, was sehr interessant sein wird von einer... Okay, finden Sie die Klageschrift? Finden Sie den Mikrofilm? Das sind alles Sachen, die können wir nutzen, Leute, um an unser Ziel zu kommen. Nun, bis jetzt wissen wir natürlich noch nicht, hey, wie können wir damit arbeiten, weil wir haben halt einfach keinen Plan. Aber, Leute, das sollte in Ordnung sein. Wir werden es schon irgendwie machen. Wir werden hier irgendwie erfolgreich rauskommen, okay? Schätze ich mal, Leute. Ich meine, es würde auch anders keinen Sinn machen. Leute, wir sollten hier lang gehen, selbst wenn wir jemanden eliminieren sollten. Oder, beziehungsweise, wir müssen ja nicht mal jemanden eliminieren. Die Kunst hier drin ist oft, niemanden zu töten, Leute, und einfach hier lang zu laufen, sodass einen einfach niemand sieht. Und selbst im hohen Gras kann man auch nicht gesehen werden. Ich glaube aber, hier lang zu laufen wird ganz wichtig sein, um an eine bestimmte Stelle zu kommen. Ja, und zwar nach da hinten. Weil da gibt es ja ein paar Sachen, die könnten wichtig sein. Wir können nämlich nicht hier außen rum langlaufen. Oder können wir irgendwie hier rüberklettern oder so? Ich meine, irgendwas muss es ja haben. Einen Grund geben, wieso wir hier sein wollen überhaupt, Leute. Oh, wir können... rüberklettern. Oh no. Oh no, 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 no. Das ist nicht gut, Leute. Ich glaube, wir müssen den ersten töten. Oder was denn ihr, Leute? Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich glaube ja. Sorry, Buddy. Da ist das Problem. Es geht einfach nicht anders. Wir können uns sogar umkleiden, wenn wir wollen. Wir sollten uns verkleiden. Und können wir ihn irgendwo hinwerfen oder nicht? Sieht leider gerade nicht so aus, was ein bisschen blöd ist. Wir sollten ihn trotzdem. Oh, zum einen. Schlüssel. Und Schlüssel haben wir bekommen, Leute. Und wir sollten ihn ziehen. Klageunterlagen. What? What? Das war der richtige? Oh mein Gott. Okay, ein Hubschrauber-Trip. Das ist interessant, Leute. Am liebsten würde ich natürlich einfach töten, aber so schnell geht es leider nicht, weil... Oh mein Gott. Ich werde mal was probieren, Leute. Ich werde einfach was probieren. Ich werde ihn gleich schlagen, Leute, sobald er bei mir ist. Ja, komm näher, komm näher. Und... Oh, verdammt. Du wirst sterben, Buddy. Was soll ich sagen? Und jetzt? K.O. schlagen. Sehr gut.
Beim Umziehen, genau, sehr schön. Und wir sollten ihm auch noch natürlich das Genick brechen, weil ich meine, wieso soll ich das denn auch nicht tun, richtig? Na gut, und jetzt chillt er dort und jetzt sind wir Polizist. Aber wir können hier einfach auch hier rüber klettern. Okay, das ist lame, Leute. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht bedacht, aber jetzt wäre Polizist was sehr Interessantes, Leute. Oh, hey, Lady. Ich bin Polizist, geil, ne? Anscheinend nicht geil genug. Wir können die Tür einfach öffnen. Die Frage ist, darf ich da rein? Ja, es ist kein unbefugtes Betreten, Leute. Ich darf hier einfach rein. Das sieht einfach so geil aus. Und der Typ ist anscheinend da hinten. Das ist sehr interessant. Die Frage ist, können wir vielleicht in diesem Haus was finden? Das Ding ist, die feiern hier so eine Art Geburtstagsparty, so wie es aussieht. Ach, hier waren wir übrigens schon. Aber das ist tatsächlich sehr interessant. Papa wurde gefunden. Okay, das interessiert mich eigentlich ja weniger gerade. Bin ich ganz ehrlich. Können wir hier rüberklettern? Ist es unbefugtes Betreten? Ist es unbefugtes Betreten oder nicht? Nein, anscheinend nicht. Wir dürfen also hier bleiben. Was? Story-Mission aufgedeckt? Janus raucht, obwohl er einen Sauerstofftank braucht und seine Leibwächter darauf bestehen, die Zigaretten zu verstecken. Was wohl passiert, wenn man die beiden zusammenbringt? Also, die Frage ist, wie sollen wir das bitte machen? Sollen wir den Typen eliminieren? Wir sollen einen Zigarettenschachtel besorgen. Okay, das ist sehr interessant, Leute. Also, dieser alte Mann raucht anscheinend, obwohl er eigentlich gar nicht rauchen sollte. Oh, warte mal, raucht der Typ hier? Der Typ scheint zu rauchen, ne? Ich glaube, der Typ raucht, Leute. Wir müssen aber irgendwo eine Zigarettenschachtel finden. Das sollte in der Regel ja eigentlich kein Problem sein. Vielleicht bei den Kinderspielzeugen. Die Kinder spielen bestimmt aber mit den Zigaretten und essen sie dann. Was verdammt episch wäre. Oder der Krokodil, der raucht das ganze Zeug. Ich meine, schau ich mal sein Gesicht an, Leute. Was für ein Loser, denkt ihr aber was Besseres? Also, wir müssen ihn irgendwie durch Zigaretten töten, was sehr interessant ist. Die Frage ist allerdings, wie wollen wir das tun? Und wo finden wir die Zigarettenschachtel? Warte mal, da hinten wird angezeigt, wo eine Zigarettenschachtel ist. Okay, das war blöd. Ich muss einfach da hinlaufen, dann haben wir sie schon eigentlich. Zigarettenschachtelpackung. Hier haben wir eine. Ist es dein Ernst? Mitten im Busch. Da ist eine Zigarettenschachtel. Ich glaub's gerade nicht, Leute. Okay, ich geh in sein Haus rein, Leute. Da ist der alte Mann. Okay, ist da. Wo ist er genau? Er ist ganz genau dort. Oh mein Gott. Das ist ja richtig nah an mir dran. Ich könnte ihn sogar durch die Scheibe wischen, wenn ich will. Okay, wir haben ihn, Leute. Erstmal K.O. schlagen. Dann auf jeden Fall nicht flächen. Und dann auf jeden Fall erstmal verkleiden. Und dann erstmal ziehen, würde ich sagen. Und zwar so ziehen, dass er auf jeden Fall verborgen ist hier. Und den niemand erkennen wird. Warte mal, ist der Punkt des Gegners jetzt weg? Von diesem Typen? Ich glaube, ja. Dann lass mal sehen, wir heben alles auf, was hier wichtig ist, Leute. Oh mein Gott. Der Typ hat keinen Punkt mehr auf dem Kopf. Und alle anderen auch nicht. Aber vielleicht, wenn ich in das Haus gehe, da ist jemand, der hat einen. Ach, du Kacke. Aber hier draußen nicht mehr. Ich bin quasi in seinem Grundstück. Verkleidet als einer seiner Mitarbeiter. Und keiner bemerkt es. Liegt wahrscheinlich auch an der Cappy, Leute. Die Frage ist, ist es jetzt noch unbefugtes Betreten, wenn ich hier reingehe? Nein. Es ist kein unbefugtes Betreten. Ich bin in seinem Haus. Oh, der Typ sieht mich auch nicht. Das ist sehr interessant, Leute. Und die erkennen halt auch gar nichts. Die Frage ist, wie machen wir das mit den Zigaretten? Wir haben hier Zigaretten, was sehr schön ist. Allerdings wird mir das momentan halt nichts bringen, glaube ich. Ich meine, ich könnte natürlich die Zigaretten irgendwo hinmischen oder irgendwie so eine Art. Aber, oh mein Gott, da ist einer, der wird mich leider sehen. Das ist blöd. Das ist aber auch der Einzige. Wir können den leicht umgehen eigentlich in der Regel. Genau, ganz leicht umgehen, Leute. Das sollte nicht das Problem sein. Wir können die Tür öffnen. Wohin geht's hier lang? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber wir können den Generator einschalten, was wir hier nicht tun wollen. Und wir sind in der Garage. Garagentür kann man öffnen. Ich sehe eigentlich keinen Grund dazu, aber wenn man unbedingt will. Sehr gut, ein Schraubenzieher, perfekt. Der Typ, der hinter ihm herläuft, ist immer sein Leibwächter, so wie es aussieht, Leute. Das ist sehr interessant tatsächlich. Also da müssen wir halt sehr, sehr vorsichtig sein. Die Muffins hier. Er will Muffins haben, lol. 1976. Da war ich nicht mehr geboren, Bruder. Überwältigen wir den hier. Genau. Schnell. Und jetzt pass auf, Leute. Erstmal den. Genau. Und was willst du jetzt machen, hä, du Lappen? Gib mir das Messer. Nein. Oh nein. Oh, verdammte Kacke. Er hat schon rumgeschrien. Ja, wir sind sowas von tot, Leute. Wir sind tot, Leute. Es sei denn, wir hauen jetzt ab. Und wir verkleiden uns. Geht nicht. Okay. Oh, wir haben es irgendwie geschafft, Leute. Es ging nicht anders, leider. Es tut mir leid. Es ging einfach gar nicht anders. Und seine Leibwächter bemerken nichts. Der Typ hier zum Beispiel denkt sich einfach nur so, Mann, ich mache meinen Job echt gut und werde reich bezahlt. Das war dein letzter Tag an guter Arbeit, mein Freund. Du bist mein Freund. Du wolltest nicht mit mir reden. Leute, ich werde hier mal jeden töten, würde ich sagen. Fangen wir mit dem an. Wir werden jetzt jeden eliminieren, Leute. Ich muss da ein paar Informationen bekommen. Ich weiß nicht, ob ich sie bekomme, wenn ich... Oh, verdammt, Alter. Ich dachte, what? Das war mein schlechtester Schuss ever. Da habe ich eigentlich den Tod verdient, ehrlich gesagt. Und der Typ lebt immer noch, Alter. Ich glaub's nicht. Ich verkleide dich. Sehr schön. Weiter geht's. Okay, Leute, wir werden reingehen. Und ich würde sagen, wir werden einfach mal gucken und ein paar Informationen bekommen. Hey, Buddy, du siehst verdammt nice aus. Ja klar, ich kann aus deinem Gesicht gehen. Keine Frage. Finden Sie den Mikrofilm? Okay. Boah, geil, ich war auch ein Blaubeermuffin. Kann ich den essen? Wieso geht es bei Hitman nicht? Das ist mindestens ein Punkt Abzug bei dem Spiel, Leute. Hundertprozentig. Gott, Muffins sind so lecker. Hier ist jemand, Leute. Nope. Hey, Buddy, du hast nice Haare, aber das war's für dich. Soll das mal sehen? Wo haben wir noch mehr? Verkleiden wir uns das erstmal.
Können wir dich immer verstecken? Weißt du was? Brauche ich gar nicht mehr. Ist egal, ob du gesehen wirst oder nicht. Der nächste ist da, Leute. Bye, bye. Hier haben wir was gefunden, was wichtig ist, Leute. Ein Mikrofilm. Aber eigentlich müssten wir... Eigentlich haben wir ihn ja schon getötet. Also theoretisch müssten wir uns eigentlich nur um das andere Ziel kümmern, oder? Ja, wir sollten so oder so alle Hinweise finden, Leute. Das gehört halt nur mal zum Spiel dazu. Aber wirklich alles zu finden, bevor man den letzten tötet. Oh, Leute, wir schauen uns jetzt einen Film an. Wir müssen aber nur in den Filmraum gehen. Das ist episch. Hier, der Filmraum ist... wo genau ist der Filmraum? Sitzen. Okay. Sitzen ist langweilig. Da bin ich ja so wie... Leute, ich probiere jetzt etwas aus, was schlecht enden kann. Nope. Oh mein Gott, sehr schlecht. Oh, das Spiel ist hängen geblieben. Bitte nicht. Spiel ist abgestürzt. Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Ich habe genau hier gespeichert, Leute. Lass mal sehen. Nope. Oh mein Gott. Ist er tot? Passt, ne? Er checkt gerade gar nichts mehr, Leute. Jetzt ist er tot. Und das war's, oder? Ich glaub's nicht. Klappt das so? Oh mein Gott, die wissen, dass ich von... Oh mein Gott. Die wissen, dass ich da bin, Leute. Das ist gerade so lame. Die kommen jetzt hier rein, oder? Ja, die kommen jetzt hier rein. Oh, wow. Das ist gerade nicht gut. Vielleicht soll ich mich lieber verstecken oder so. Kann man dich irgendwo verstecken? Wir haben jetzt getötet, aber... Oh mein Gott, wir können uns hier verstecken. Wir bleiben hier erstmal drin, Leute. Oh, ist das spannend, Leute. Ich weiß, es war nicht... Vielleicht nicht die schlauste Idee, ihn so zu töten, aber... Theoretisch sollte das ja klappen. Und irgendwann sollten sie mich ja nicht mehr suchen, richtig? Ich weiß ja immer noch nicht, wie ich aussehe. Ich habe ihn ja durch das Fenster eliminiert. Was also bedeuten sollte, dass wir ganz ruhig sein sollten. Okay, Leute, wir können natürlich so eliminieren. Ich habe nochmal neu geladen. Aber wir sollten es erstmal nicht tun. Wir sollten es erstmal anders machen. So können wir ihn immer wieder töten. Das ist quasi das Ding. Okay, deswegen lass uns erstmal die anderen Hinweise finden. Ah... Hier kann man nach oben gehen, Leute. Schaut euch das mal an, Leute. Da können wir den Film anschauen. Ich weiß nur nicht, ob der Film was mit dem zu tun hat, den wir noch nicht getötet haben. Also mit Nolan Cassidy oder etwas mit Janus. Oder... Anus. Lass mal sehen. Was können wir hier machen? Mikrofilme installieren. Das ist sehr interessant. Interagieren. Okay, Mikrofilm durchsuchen. Ich habe keine Ahnung, was ich da genau tue. Oh. Wir haben Janus ja schon getötet. Ich brauche eigentlich keine Hinweise mehr für ihn. Wir müssen wortwörtlich würde ich einfach nur Nolan Cassidy eliminieren. Das sind alles nur Informationen für Janus. Aber den Janus haben wir schon getötet. Na gut, wir klettern erstmal aus dem Fenster und werden ihn dann doch erstmal eliminieren, würde ich sagen. Nun, wenn ich hier reingehe, haben wir unbefugtes Betreten. Ich denke aber, das könnte was damit zu tun haben. Okay, kommt erstmal raus, Leute. Dass wir nicht das richtige Outfit haben. Da können wir mehr Informationen über ihn bekommen, wenn wir wollen. Und ihn vielleicht anders eliminieren, als nur so. So, der erste kommt hier lang, was sehr interessant ist, Leute. Dann lass mal sehen und schnell. Erdrosseln, erdrosseln, erdrosseln. Ziehen, wir müssen ihn ziehen nebenbei. Ah, das ist so geil, Leute. Das ist so geil, dass wir das da tun können. Das Item ist wirklich gut. Es verbessert einfach so viele Sachen, ne? So, jetzt ist die Frage, haben die immer noch einen Punkt? Nein. Nur noch einer. Das ist perfekt, meine Freunde. Nur noch ein einziger hat einen Punkt. Und das ist aber der, der die Information hat. Das ist interessant. Aber das sind wahrscheinlich auch Informationen über Nolan Cassidy in dem Fall. Wie soll ich Informationen von dem Typen bekommen? Ich meine, das ist der Einzige, der mich erkennen kann. Wow. Okay. Das ist interessant, Leute. Informationen ansehen. Cassidy bewahrt die gesamte Post, die Janus verschickt in seinem Haus. Vielleicht schauen sie da mal nach. Ja, das wäre eine gute Idee. Wir können die Typen hier einfach easy peasy umgehen eigentlich. Die Post müsste dann, ich glaube, oben sein. Oder das würde mehr Sinn machen. Die Post ist also doch hier. Okay, das ist interessant. Nice. Information. Ein handgeschriebener Brief. Ein von Janus erfasster Briefentwurf. Er enthält eine ausführliche Beschreibung, wie unzufrieden er damit ist, dass jemand namens Zoe und ihre Schwester zu den Vorsitzenden der Ark-Gesellschaft erkannt wurden. Wow. Okay. Ja, Janus haben wir ja schon getötet. Das Ding ist, wir haben ihn zu schnell getötet, Leute. Ja, wir hätten erstmal die Information bekommen sollen, aber wir haben ihn eliminiert und da oben. Oh mein Gott. Ja, es ist Zeit, um das zu beenden, Leute. Da steht auf jeden Fall fest, der Typ ist jetzt aber oben. Jetzt wollen wir ihn aber wirklich töten. Aber so, dass wir auch entkommen können danach. Wollen wir mal was probieren, Leute? Wir gehen von der Brandrate rein. Und dann nehmen wir eine Waffe. Und werden jeden eliminieren. So, der ist weg. Der ist weg. Und, oh nein, nein, nein. Stopp, 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 alle. Nice, wir haben sie. Okay, sehr gut. Und jetzt abhauen. Wir müssen abhauen, Leute. Ganz schnell. So schnell wie möglich. Finden Sie einen Ausgang? Okay, da hinten ist ein Ausgang. Das sollte okay sein. Ah, nee, warte mal. Providence ist dann quasi... Also, sie hat gesagt, sie wird Providence mitteilen, dass wir das gefunden haben. Das heißt, Providence ist etwas, was wohin wir gehören. Oder wie auch immer, Leute. Wir haben es immer gemeistert. Wir nehmen einfach den Bus, Leute. Und dann verschwinden wir einfach wie jeder andere, was sehr interessant ist auf jeden Fall. Aber das mit der Blendrate war ziemlich effektiv, weil es hätte sonst gefährlich enden können, Leute. Aber wir haben es gemeistert. Natürlich hätten wir erst erwarten sollen, bis wir den alten Mann eliminieren. Aber das Spiel, das ist alles Geile. Man kann es so spielen, wie man will. Das ist ziemlich episch, ich weiß. Nun, wir haben noch eine Mission, die übrig bleibt, die Ark-Gesellschaft. Und danach muss man bei Hitman immer warten, bis neue Level rauskommen. Das dauert aber immer ein bisschen. Also, ja. Die sind quasi nicht von Anfang an alle da, sondern die kommen nach einer Zeit immer wieder raus. Das haben die neu gemacht. Im ersten Teil ist das so und eigentlich ist es ganz cool so, weil da kann man warten, sich darauf freuen und... Der Hype ist immer real. Ja, und Leute, beim letzten Mal habt ihr mir gesagt, ich bin kein guter Auftragskiller. Naja, so dachte ich mir, ich sollte eine weitere Folge aufnehmen, weil ich meine, ich muss mich ja selber beweisen, okay?
okay? Ich hab's echt nötig, jedem zu zeigen, okay, hey, ich bin ein guter Auftragskiller. Aber Leute, ich werde die Folge vielleicht mal stehen lassen. Vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben dazu lassen. Und kannst du kostenlos abonnieren, um nie wieder ein Video in der Zukunft zu verpassen. Und drücke die Glocke, damit du mal benachrichtigt wirst, wenn ein Video hochkommt. Außerdem kannst du auch meinem Instagram folgen und ich sehe dich im nächsten Video wieder. 3, 2, 1, bye bye! Danke für das Anschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.